Am Montag haben die Instandsetzungsarbeiten in der Kölner Straße in Trier-West begonnen. Autofahrer mussten sich gedulden, vor allem in den Morgenstunden. Aber dank der Herbstferien war das Chaos noch überschaubar. Die Sperrung von der Bitburger Straße bis zum Bahnübergang im Bereich Martinafeld in Trier-West wird voraussichtlich noch bis zum 31. Oktober Bestand haben.